Im Schweriner Filmtheater Kapitol präsentierten am 28. Juni die Mecklenburger Stiere ihre neue Handballmannschaft. Nach dem Abstieg der ersten Männermannschaft in die vierte Liga blieb nur ein Neustart. Nach 6 Jahren Leitung durch die Spielbetriebs GmbH hat nun wieder der Verein das Sagen. Seit wenigen Wochen fungiert Ronald Bahr als neuer sportlicher Leiter. 10 Jungs aus dem eigenen Nachwuchs, die Stiere Vergangenheit haben. Wir haben 3 Jungs aus der Region und traditionell natürlich für Schweden ist auch ein griechischer Spieler dabei. Das war schon immer so, seit ich hier bin, seit über 20 Jahren und das ist auch nächste Saison so. Die Handballstiere überraschen mit einem ausgesprochen jungen Team. Das Durchschnittsalter liegt bei 23 Jahren. Aber nicht nur die Spieler sind neu, auch medial hat sich der Verein neu aufgestellt. Eine moderne Homepage erleichtert es den Fans, auf die Social-Media-Kanäle der Stiere zu gelangen. Eine weitere Neuerung betrifft die Sporthalle. Wir spielen die gesamte neue Saison in unserer Sporthalle in der Hamburger Allee. Diese gestalten wir komplett neu um, wir renovieren sie, sie wird digitalisiert, sie bekommt neue Tribünen, neue Spielanzeigen. Wir werden einen erweiterten VIP-Raum haben und versuchen da natürlich einen sehr angenehmen und vernünftigen Spielort auch zu gestalten. Außerdem gibt es neue Ticketpreise. Diese werden entsprechend der vierten Liga nach unten angepasst. Im Juli startet die neue Mannschaft in die Vorbereitung. Hochmotiviert und mit Stier im Herzen. Ihr erstes Heimspiel findet am 17. September statt. Wer die Gastspieler in der Oberliga Ostsee-Spree sein werden, steht noch nicht fest.